Ich heiße Tomoko Sekine und ich spiele Cembalo und Hammerklavier. Ich gehöre zur Abteilung für alte Musik. Erfahren eigentlich Konservatorium ist hier bekannt, muss ich sagen. Aber ich habe Konservatorium kennengelernt, auch so einen Tag am Tag der offenen Tür. Ich habe Musik, Klavier hat mein ganzes Leben begleitet. Ich wollte mich wieder erfrischen, musikalisch. Und so habe ich dann richtige Institution, wo ich dann ordentlich lernen kann, gesucht. Ich kannte damals Cembalo oder Hammerklavier konkret gar nicht. Ich habe hinterher einige Jahre in der Abteilung Klavier fleißig mitgemacht und später hatte ich so einen inneren Drang gekriegt, dass ich etwas mehr über Musik wissen möchte, irgendwie mein musikalisches Wissen vertiefen möchte. Und dann habe ich zufällig erfahren, dass noch eine Abteilung für alte Musik gibt und da gibt es einen Kurs, Quellenlektüre heißt es. Ich war sehr begeistert, neue Entdeckung und so bin ich peu à peu in die alte Musik reingekommen und dann habe ich auch zusätzlich auch Cembalo und Hammerklavier kennengelernt und meine Begeisterung ist immer gewachsen. Ich liebe Bachs Musik. Ich spiele gern, aber ich habe irgendwie nicht verstanden. Ich wollte einfach Bach verstehen. Und gerade so in alter Musik habe ich inzwischen endlich dann das Gefühl, dass ich ein klein bisschen Bach besser verstehe. Dass ich irgendwie etwas näher zu Bach gekommen bin. Irgendwie ein klein bisschen Freundschaft mit Bach geschlossen habe, so ein Gefühl. Natürlich, das war aufregend zuerst. Klavierabteilung, da gibt es so viele Bewerber. Und als erwachsene Schülerin zuerst in heutige andere Abteilung reingekommen. Das war nicht so einfach, aber ich habe vorher Lehrerin bzw. die Unterrichtende, hier Unterrichtende Lehrerin angesprochen, mich informiert und sie hat auch dann entsprechend Unterricht gegeben. Damals, ich war vollkommen in Aufregung. Die Juries, alle Lehrer, Lehrerinnen, sie waren sehr lieb und nett, denke ich, aber für mich war das nur Aufregung pur. Das ist gerade Schönes vom Konservatorium, denke ich, dass ich vor allem von der Abteilung für alte Musik her vieles mitmachen kann. Natürlich mache ich weiter diese Quellenlektüre und nebenbei natürlich instrumentaler Unterricht, Cembalo und dann je nachdem manchmal Hammerklavier, je nach was für ein Stück ich mache. Und ich habe auch zusätzlich Kollegen, mit denen ich auch Kammermusik machen kann. Ich durfte auch mit Studentenorchestern mitspielen. Ich spiele auch mit Prüflingen, der Abschlussprüfung oder Abschlusskonzerte. Das spiele ich auch. Je nachdem, wenn es Bedarf gibt, spiele ich mit. Und diese Erfahrungssammlung zusammen musizieren ist hervorragend, muss ich sagen. Musik ist für mich wiederentdeckte Leidenschaft und Konservatorium dient für diese Bereicherung und Konservatorium bedeutet für mich eine musikalische Entdeckungsreise und so im Konservatorium jede Woche oder sonst ein paar Mal pro Woche, je nachdem, wenn ich etwas mache, da gibt es immer wieder Neues zu entdecken und manchmal sehr spannend, besonders wenn man mit dieser alten Musik zu tun hat. Und das ist so spannend und dachte gerade gestern, ach, ich brauche kein Krimi, ich brauche kein wie heißt es, Tatort. Es ist Musik, ist so spannend.
Natürlich, wo ich meine Instrumente finden kann. Das ist Raum 3011, da stehen zwei Cembali und Hammerklavier.